Sightseeing, endlich mal wieder bei Sonnenschein. Uns tut es richtig gut gerade. Ja. Wir haben eben spontan beschlossen, dass wir hier 2 Nächte bleiben. Höchstwahrscheinlich, ja. Ansonsten war das bisher das einfachste Liegeplatzgebühr bezahlt, was es überhaupt gibt. Man kommt hier an, grünes Schild, Liegeplatz, fährt einfach rein und dann kann man... Man kann übrigens online vorher gucken, wo hier die Plätze frei sind. Ja. Ja, und dann kann man da entsprechend schon einen Steg fahren. Und wir haben jetzt mal geguckt, wir haben das eben online dann bezahlt, ganz easy. Ja. Also ich glaube 17 € waren das jetzt, inklusive Strom. Für alles. Dann alles super günstig. Und dann haben wir jetzt einfach aus Spaß mal geguckt und jetzt ist der Platz auf Rot. Also genau, also scheint super zu funktionieren. Es ging, rasend schnell. Nein, das ist immer für Touris, dass die hier nicht alle rauf können. Oder nicht gehen. Wir sind ja auch Touris, aber Touris mit Boot. Ah, okay. Ja. Es riecht schon gut. Es gibt hier viel zu essen. Das ist immer gefährlich für uns. Ich habe eben noch gesagt, wir wollen kochen. Ja, auch. Es riecht schon nach Grill. Ist auch gefährlich. Und wir gehen jetzt erstmal nach rechts zum Supermarkt, denn wir brauchen noch ein bisschen was. Das Unterwegssein ist echt das Geile. Also, 3 Wochen sind ja fast rum. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, als könnte oder sollte es jetzt zu Ende gehen. Also wir könnten einfach so weitermachen. Ja, die paar Tage in Laboe, die waren auch cool, aber so irgendwie zu wissen, man steckt an einem Ort so ein bisschen fest und man hat ja nur begrenzt Zeit. Also wenn man vielleicht ewig Zeit hätte, dann wäre das was anderes. Aber das hat ja die Laune nicht runtergezogen, aber irgendwie so dieses Reisefieber ein bisschen gedrückt. Die Nachtfahrt war mega, dann aber der nächste Tag natürlich irgendwie voll gerädert. Dann Wetter nicht so gut. Tour durch Heiligenhafen war eigentlich cool, aber weiß ich nicht. Hier jetzt wieder anzukommen ist irgendwie nicht schön, weiß ich nicht. Die Sonne scheint, man hat wieder so ein Urlaubsgefühl. Ich glaube, wir werden hier jetzt einfach eine Nacht mindestens, vielleicht 2 Nächte einfach bleiben und noch so ein bisschen zum Ende des Urlaubs ein bisschen Urlaub machen. Sightseeing. Bisschen spät dran, aber da ist das Licht immer so schön. Schon ein bisschen Video geschnitten für euch. Emmy hat ein Reel gemacht. Alle Leute, die uns bei Instagram noch nicht folgen, gerne mal auf Instagram gehen. Oder auf unsere Website, weil da seht ihr auch alles von Instagram. Genau, also das kann man auch, wenn man gar kein Instagram- oder Facebook-Konto hat. Haben wir das so gemacht, dass ihr bei uns auf der Website SailingMera.com alles euch angucken könnt, ohne irgendwie ein Konto, ohne ein Login oder sonst was. Sogar mit den ganzen Texten zu den Bildern. Das ist immer so ein bisschen mehr up-to-date. Also, genau. Ja. Das ist quasi live oder so gut wie live. Und YouTube ist ja immer ein bisschen hinterher. Dafür, ja, aber, auch nicht so schnell wie ich. Dafür aber auch immer ein bisschen ausführlicher und ein bisschen mehr. Es ist schon sehr schön hier, gerade bei dem Wetter, aber wie man so eine hässlichen Klötze hier hinsetzen kann, kann mir auch keiner erzählen, oder? Das sieht so aus, wie wenn man, weiß nicht, irgendwo in Mitteldeutschland in irgendeinem Industriegebiet ist Und das sind halt irgendwelche ranzigen Bürogebäude. Also ja, so kenne ich das halt. Gerade wenn man jetzt den Kontrast zu Dänemark hat mit diesen ganzen süßen kleinen Häuschen. Ja. Das hat so viel mehr Charme gerade. Also die Lage hier ist ja mega. Man könnte hier halt auch einfach echt was Süßes draus machen. Ja, oder wenn man... Aber es gibt bestimmt auch einfach Menschen, die finden das schön. Das ist halt einfach nicht unser Geschmack. Ne? Ja, also so gar nicht. Getränk des Jahres Limoncello Spritz. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Boot und jeder von uns hatte 2 Limoncello Spritz. Ja, also besser geht's eigentlich nicht. In einem richtig nicen Café, ist das ein Café? Bar. In einer richtig nicen Bar einfach 2 richtig nice Getränke trinken und diese Aussicht dabei haben. Ich glaube, schöner kann der Urlaub nicht werden zum Ende hin. Passt perfekt eigentlich, ne? Ja. Kleiner Sneak Peek, was eure Lieblings-YouTuber, Influencer Off-Cam essen. Nachos mit Käse. Geil. Die vergessen. Gott sei Dank haben wir den Omnia. Noch ein wundervoller Sonnenuntergang. Hier ist Grill. Musik hört ihr bestimmt gar nicht. Wir gehen jetzt nochmal zu unserem Lieblingsplatz. Ins Chillers. Da gibt es jetzt vielleicht doch nochmal einen Limoncello-Spritz, weil der so gut war. Wir haben euch heute mal nicht so viel mitgenommen. Wir haben heute mal so ein bisschen Pause vom Film gemacht. Urlaubstag, war aber auch nichts. War aber auch so nichts. Dann lege ich los. Dann habt noch eine schöne Saison. Ja, Dudu und gute Fahrt. Danke, vielleicht. Passt auch mal hier auf, ne? Ja, wir geben unser Bestes. An welchem fährst du zuerst dran? Steuerbord. Ja, guten Morgen zusammen. Ein letztes Mal auslaufen für diesen Turn. Bei richtig gutem Wetter mal wieder. Also insgesamt können wir, glaube ich, sagen, haben wir ganz gut Glück gehabt. Der Wind sollte passen. Sollte eigentlich schön von hinten kommen. Also ganz entspannt nach Neustadt. Fahren hier jetzt noch entspannt aus dem Fahrwasser raus. Und dann, denke ich mal, werden wir gleich mal gucken, dass wir die Segel hochkriegen. Und dann mal gucken, wie lange wir brauchen. So, da vorne ist das Chillers. Da waren wir, glaube ich, 3 Mal jetzt in den letzten Tagen. Da kann man richtig gut abends nochmal was trinken oder auch nachmittags Eisschokolade zu sich nehmen oder ein Stück Kuchen. Richtig cool da. Da kommen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal hin. Leute. Gerade erstmal die Gronua hochgezogen. Die Gronua! Tjark hat sich versprochen, unser Großsegel heißt jetzt Gronua. Und dann die Genua rausgeholt, auch nicht mehr, nichts gerefft. Wir sind bei 5,5 Knoten. Direkter Kurs Pelzerhaken, glaube ich, ne? Also so, dass wir gut dann um die Tonne rumkommen. Genau. Ja, Sancho steuert uns da jetzt hin. Unser letzter Turn für den Urlaub. Wir machen ja weiter. Überraschung! Überraschung, ist nicht alles vorbei, wir verkaufen das Boot nicht. Ja, aber dann sind die 3 Wochen um. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Eier, würde ich sagen. Wir trauen uns ein bisschen mehr zu. Also was auch so anderen Ablegemanöver angeht. Und auch wenn wir es versprochen haben, dass wir auf dem Rückweg in Grömitz halten, der ein oder andere hat sich das gewünscht, wir fahren da vorbei. Ich weiß nicht warum, ne? Seit 2 Jahren haben wir das Boot und wir waren noch nicht einmal damit in Grömitz. Es tut uns wirklich leid, aber wir kommen auf jeden Fall auch nochmal nach Grömitz. Auch in den nächsten Wochen. Das ist ja von uns nur ein ganz kleines Ding und für so ein Wochenendturn passt das. Wir sind genau vor 3 Wochen gestartet, heute ist Samstag. Ja, ich würde sagen, wir haben genau die 3 Wochen gut eingehalten. Wir haben wieder jemanden an Bord. Hummeltaxi. Das Hummeltaxi fährt wieder. Ja, da wir heute noch ein bisschen Segelstunden vor uns haben, haben wir gedacht, wir machen jetzt noch mal so ein kleines Endfazit. Wir haben ja schon ein Zwischenfazit gemacht auf Lille. Mhm. Wir kündigen jetzt beide. Nein, leider nicht. Wir gehen Fulltime, das war's jetzt. Montagkündigung. Aber ist schon schwer jetzt nach diesen 3 Wochen, also der Gedanke jetzt Montag wieder in sein normales Arbeitsleben einzusteigen, ist schon irgendwie uncool. Ich meine, nach jedem Urlaub hat man nicht so Lust vielleicht wieder zu arbeiten, beziehungsweise bei uns geht es eigentlich, wir finden unsere Jobs jetzt nicht so doof, das geht, aber einfach so jetzt zu Hause in der Wohnung wieder und so wieder sein Alltag, das fühlt sich aktuell einfach noch so falsch an. Fühlt sich einfach so an, als hätte man sein richtiges Zuhause jetzt hier und... Ja, weil man halt hier auf dem Boot quasi ja richtig lebt und jetzt nicht in einem fremden Hotelzimmer oder in einer Ferienwohnung oder sonst was ist. Ne? Das ist irgendwie schon was anderes. Aber es könnte jetzt halt dann auch in den nächsten 2 Tagen einfach weitergehen, so gen Osten oder so. Genau, einmal neu Proviant, einmal Boot waschen und dann geht's wieder weiter. Ja, das geht leider nicht. Man konnte sich jetzt einfach sehr gut an dieses Leben über die 3 Wochen gewöhnen. Ja. Das lag einfach aber auch daran, weil das mit dem Boot auch einfach perfekt gepasst hat. Wir haben ja schon gesagt, die Größe passt für uns aktuell perfekt. Wir hatten nicht einmal das Gefühl, dass wir irgendwie hier noch Platz bräuchten oder sonst was. Genau, also das hat eigentlich alles gereicht. Jetzt für den Moment, für den Sommer braucht es nicht viel, um glücklich zu sein gerade. Ja, natürlich haben wir aber auch gemerkt, dass an der einen oder anderen Stelle uns noch ein bisschen was fehlt. Jetzt kommt Tjark wieder mit seinem Elektrik. Das ist natürlich auch ein Komfortthema, also es ist halt nichts Überlebenswichtiges, aber gerade auch im Zusammenhang mit hier YouTube, Instagram und Co., da müssen wir uns mit dem Internet was überlegen und die Grundlage für vernünftiges Internet ist halt vernünftiger Strom. Ja, so. Irgendwann mal neue Segel, einfach nur weil, weiß ich nicht, also die funktionieren so, aber bei gewissen Wetterbedingungen sagt man dann halt doch, nee, jetzt fahren wir nicht, weil, weiß ich nicht, das Segel ist halt irgendwie schon so dünn und... Ja, und auch so bauchig, ne? Also unser Großsegel auch gerefft, das ist erstmal schon ein großer Unterschied, aber auch dann schmeißt es natürlich noch einen ganz guten Bauch. Und wir haben ja jetzt gemerkt, wir werden auch in immer mal unruhigerem Wetter mal segeln. So, nicht total verrückt, aber wir merken es ja, dass wir uns da rantasten. Und dann wäre natürlich ein strafferes Großsegel Sicherheitsaspekt und wir wären einfach auch mal einen Tick schneller. Die Wunschliste ist also lang. Verraten wir euch im Winterlager so ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall dann nachher viele Projekte jetzt schon, obwohl es ja noch ganz lange hin ist. Aber ich bin auch immer so ein Bastler, ich hätte doch immer Lust sofort anzufangen. Machen wir aber nicht. Ich musste Tjark die kompletten 3 Wochen davon abhalten, hier irgendwas abzuschrauben, weil ich meinte, nee, wenn wir jetzt während des Urlaubs hier irgendwas abschrauben oder anfangen, dann kommen wir nicht wieder raus. Ja, ansonsten Ziel für nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwie mindestens noch mal so einen langen Turn, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Also wir werden jetzt gucken, nachdem wir das ja jetzt alles getestet haben und es uns unfassbar viel Spaß macht und wir nicht siegelmüde sind und wir nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt nach Hause und erstmal eine Pause oder so, werden wir gucken, dass wir jetzt peu à peu irgendwie unser Leben immer mehr aufs Boot verlagern können, zumindest in den Sommermonaten. Ja. Also Juni, Juli, August. Da werden wir mal gucken, was wir da deichseln können. Tjark hat da ja schon einen richtigen Job für, der kann ja von überall arbeiten. Und ich muss mal gucken, was ich da mache. Genau. Route, gerade Dänemark war der Wahnsinn. Ja, Dänische Südsee, also gerade so jetzt zum Anfang, es sind immer kurze Etappen, die man da segelt. Und auch das mit den Fähren war gar nicht so das Problem, wenn man sich einfach ein bisschen vorher informiert, wo die gerade so sind. Oder halt einfach die Augen aufmacht und dann halt vom Kurs, sag ich mal, sich ein bisschen entfernen, damit die Fähre durchkommt. Das ist gar kein Ding. Wir hatten jetzt natürlich auch richtig schöne Bedingungen dafür. Klar, wenn es ein bisschen stürmisch ist und man da irgendwo auf einer kleinen Insel festhängt. Diese kurzen Turns, die wir auch gemacht hatten, hatten so zwei positive Seiten. Einerseits sind wir dann ja teilweise jeden Tag immer weitergefahren, was ohne Probleme möglich war, also auch nicht müde oder sonst was. Ja. Dadurch haben wir halt, also für unsere Verhältnisse extrem viel geübt. Ablegen, anlegen, Manöver, im Hafen fahren, also das ist so super geworden, das war richtig gut. Und wir hatten halt aufgrund der kurzen Turns immer noch Zeit, an den Tagen dann die Inseln zu erkunden. Ja. Also wir brauchten dann halt nicht immer so einen Extratag, sondern wenn wir halt um 12 oder um 1 oder um 11 da schon angekommen sind, dann hat man an so einem halben Tag so eine Insel eigentlich schon gut erkundet und konnte dann ruhigen Gewissens am nächsten Tag weiter. Ja. Was so ein bisschen schwierig auszuhalten war, weil man ja wusste, dass die Zeit begrenzt ist, war dieses Abwettern, was wir hatten in Laboe. Also Laboe war sehr schön. Wir haben echt viel gemacht, wir haben unglaublich viel Geld da ausgegeben, weil wir halt einfach uns irgendwie beschäftigen mussten und irgendwann was Gebuschspielen dann auch nicht mehr so das Ding. Da sind wir halt essen gegangen, U-Boot angeguckt, solche Geschichten habt ihr alles gesehen. Aber da war das schon, dass man ab und zu so dachte, oh, ich will jetzt eigentlich einfach weiter, so, weil die Zeit, ja, das war jetzt schön hier. Das war schon ein bisschen schwierig auszuhalten, aber ja. Also eigentlich hatten wir es immer, dass man so nach zwei Nächten, also mit einem vollen Tag, nach zwei Nächten konnte man eigentlich immer weiter. Ja. So aktuell vom Gefühl halt her. Super viele Leute kennengelernt, das hat auch mega Spaß gemacht. Also auch viele, die uns natürlich noch nicht kennen und die aber dann das auch cool finden, was wir machen. Dicken Gruß auch an jeden, der uns beim An- und Ablegen geholfen hat. Also das ist eine sehr, sehr schöne Kultur, das sollten wir alle auf jeden Fall beibehalten, egal ob jung oder alt, egal ob viel wissen oder wenig wissen. Im Zweifel einfach, wenn man keine Ahnung hat, wie man das mit den Leinen machen möchte, einfach das Boot am Steg festhalten, am Bugkorb oder so, und dann hat man schon mal ganz gut geholfen. Ja. Und sonst, ihr kriegt es ja mit, wir fahren hier ganz entspannt lang. Nochmal ein großes Dankeschön an Sancho. Einer muss hier arbeiten, ne? Während wir beide hier rumdosseln. Tut uns übrigens leid, er ist halt nicht der leiseste. Das hört ihr wahrscheinlich immer mal jetzt in den Videos, wie er hier am Campen ist. Aber er funktioniert zuverlässig und das ist die Hauptsache. Ja, der gute Autohelm 2000. Ja. Tja, wir segeln jetzt erstmal weiter. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu unserem Turn bzw. irgendwas offen geblieben ist, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Da können wir ja vielleicht dann in einem anderen Video nebenbei nochmal drauf antworten. Hier seht ihr den faden Smooth hier beim Kochen. Hier wird ganz groß gezaubert. Ja, ich habe mal eben Nudeln gekocht und da ein Pesto rein. Ein eigenes selbstgemachtes Pesto. Mann, lecker, lecker. Natürlich aus der Dose Vorräte aufbrauchen. Oh. Und schaukelt ein bisschen, da will man auch nicht so viel kochen. Und ich habe Hunger, es ist jetzt irgendwie 1:30. Ich muss jetzt noch einen Snack auf See her. Wir haben noch 3,5 Stunden bestimmt. Bon Appetit. Nice. Steht sicher auf unserem wundervollen Kork. Da rutscht gar nichts. Wir werden ganz gut durchgeschaukelt. Wir haben jetzt nur noch das Gros draußen. Kurs Wind ist direkt von hinten. Das hat man am Schmetterling versucht, aber dafür haben wir irgendwie zu viel Welle. Ich weiß nicht, das war super unruhig. Ja, man sieht schon in der Ferne den Turm von Pelzerhaken. Wir sind also wirklich fast schon wieder zu Hause. Irgendwie verrückt. Verrückt, wie schnell 3 Wochen umgehen. Aber sonst, die Sonne scheint, bis auf die ziemlich nervige Welle von der Seite ist eigentlich alles in Ordnung. Also wir versuchen jetzt mal die Wellen festzuhalten für euch. Das kommt auf dem Handy nie so rüber, aber das sind jetzt einfach schon echt ein paar Brecher. Also ich halte das Handy still, ne? Also geht hier auf und ab gerade. Wir werden weiter gut durchgeschaukelt. Welle. Aber jetzt kommt die Welle direkt von hinten. Wir haben Grömitz passiert. Riecht schon richtig nach Heimat hier. Oh, wir sonnen uns noch ein bisschen. Oh. Und schieben uns so ganz entspannt Richtung Neustadt. Wir sind jetzt mit Welle von hinten, nur mit groß bei 5 Knoten. So, vielleicht seht ihr es jetzt gleich. Ich halte das Handy still, ich bewege es nicht. Wir gucken mal. Also von hinten sind noch entspannt, ne? Aber der ein oder andere Brecher ist schon dabei. Wie du dich da festkreist, wie so eine Omi im Auto. Jetzt kommt natürlich gerade nicht. Also wir wackeln auf jeden Fall gut. Vielleicht mal. Guck aber mal, ohne festhalten. Aber wir fahren in die richtige Richtung. Da motort uns die Kollege entgegen. Das ist schon unangenehm, glaube ich. Oh ja. Gleich da, Heimathafen, Ancora Marina. Und die Lady M sieht immer noch aus wie Sau, ey, ich glaub das nicht. Stimmt, haben wir noch gar nicht gesehen. Haben wir noch gar nicht gesehen, nur gehört. Ja, wir fahren jetzt rein. Wild, Leute, guckt euch das mal an. Die hat ordentlich was abgekriegt. Ich glaube, das Boot ist dieses Jahr oder letztes Jahr nicht einmal draußen gewesen. So, Leute, einmal Abschied. Wir haben die Meera wieder entladen. Natürlich haben wir immer noch super viel Zeug da drauf, halt was immer drauf bleibt. Das fühlt sich schon komisch an. Abschied vom Bordleben, erstmal wieder nach Hause. Ja. Aber wir kommen wieder. Ja, wir sind halt nur eine Viertelstunde entfernt, aber jetzt geht's nach Hause. Wir wurden hier gestern noch 1A empfangen. Ja. Mit Musik und Leuten, die uns wichtig sind. Bier, es war super cool. Es war einfach richtig schön. Ja, hat uns super gefreut. Ja. Back in the hood. So. Ab zu meinen Eltern Schnitzel essen.